Hey Smokers, Joggermann hier. Nein, das ist cringe. Und heute gibt es mal ein ganz anderes Video. Aber gut, ganz anderes Video ist ja hier auf dem Kanal auch relativ, denn hier gibt es hier nur random Bullshit, auf den ich Bock habe, aber auf keinen Kanal passt. Denn heute kümmern wir uns darum. Hier ist einmal Arch drauf. Und das ist jetzt mein normaler PC. Da ist jetzt gerade Ubuntu drauf. Also Dual Boot mit Windows natürlich, weil ich halt Adobe-Programme brauche. Und Ubuntu läuft ja auch eigentlich und damit habe ich ja kein Problem, aber das Problem ist halt einfach, so ein Arch-Ding ist halt schon cooler. Und ja, wir sitzen eh alle gerade in Quarantäne so ziemlich. Und da selbst Isolation und warum dann einfach nicht die Gelegenheit nutzen, um cooler zu werden? Ja, ich steck den jetzt hier einfach rein, in der Hoffnung, dass man mich hier nicht sieht. Genau, jetzt ist der USB-Stick drin und dann müssen wir nur noch eine Sache machen. Genau. Also jetzt mal kurz als Erklärung, ich habe jetzt Arch noch nie auf einem richtigen Rechner so installiert. Halt nur zweimal in VMs und dann halt auch nur beide Male mit einem Skript. Das werde ich jetzt hier auch benutzen, Archfy. Ja, genau. Wir wollen natürlich vom USB-Stick booten, der uns nicht angezeigt wird. Warum sagt nicht, das Stick ist jetzt nicht bootfähig? Warum ist das Stick nicht bootfähig? Fuck. Ja, wir haben es doch mal hinbekommen. Ja, nimm einfach das. Und wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, dann sollten wir eigentlich gleich Arch haben. Also hoffe ich natürlich zumindest. Ich habe jetzt auch mal meine ganzen Festplatten dran gelassen. Das ist wahrscheinlich ziemlich dumm und ich bereue es jetzt schon. Aber ich möchte natürlich auch, dass mein Dual Boot weiterhin funktioniert. Deswegen muss der ja auch raffen, dass ich da Windows drauf habe. So, jetzt funktioniert einfach, okay. Ach, guck mal. So, jetzt fängt es nämlich an hier. Okay, jetzt habe ich auf beiden Monitoren. Welchen nehme ich? Warte mal. Ich nehme den da, der ist schöner. Der Text ist so klein. So, jetzt haben wir nämlich einfach nur eine Shell. Ja, Und das erste, was ich hier erstmal mache, ist, dass ich load keys mache, de. Funktioniert das? Nein. Latin 1, weil jetzt funktioniert mein Z und Y richtig. Sonst funktioniert das nicht. So, und jetzt müssen wir machen. Warte mal. Also erstmal. LSBLK. SDD ist unser USB-Stick. Und NVMe0N1, das ist. Meine NVMe-SSD, auf die das drauf soll. So, da ist noch Ubuntu drauf. Wir mal gucken, wie das jetzt wird. Muss ich nicht erst die SSD nochmal komplett löschen, oder? Egal, wenn es dann schon sind. Also erstmal ping.google.de. Das funktioniert sogar. Also wir haben Internet, das ist schon mal sehr schön. Und das ist das Kommando, was wir brauchen, um unser schönes Archfy-Skript zu bekommen. Man sieht das nicht mehr. Notfall. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch. Oh, das ist überbelichtet. Und jetzt sind wir schon in unserem Archfy-Skript angelangt. Genau, Language lasse ich mal auf. Hilfe. Ich lasse es mal auf Englisch, weil ich mag Linux auf Deutsch irgendwie nicht. So, Keyboard Layout. Hier wird es lustig, weil wir unser deutsches Layout einstellen müssen, das ist DE Latin 1. So, Editor hätte ich gern Vim, so. Disk Partitions, hier wird's jetzt lustig. Wie machen wir das? Also wie man hier sieht, können wir uns erstmal automatische Partitionen machen lassen oder wir machen es manuell. So, ein Problem, ich habe manuell überhaupt keinen Plan, wie das geht. Ich könnte höchstens.
ich vertraue ihm nicht so, ne? Weil wir haben, was haben wir hier? GPT, BIOS plus EFI, No Swap. Dieses No Swap macht mir irgendwie Angst. Ich will nämlich einen Swap-Platz haben. GPT, EFI. Also so nach meinem Erachten brauche ich GPT. Ich nehme mal das. So. Jetzt fragt er uns nämlich, wo soll er das drauf installieren? So, SDA, das ist meine 4-Terabyte-Platte. SDB ist meine Windows-SSD. Das ist meine 2-Terabyte-Platte. Das ist der USB-Stick. Wir könnten es prinzipiell auf einen USB-Stick installieren, wenn wir so cool sind. Oder halt auf unsere NVMe-SSD. Ich nehme mal die. All data will be erased. Genau, so will ich es ja. Also ich habe schon meine ganzen Daten so ein bisschen gebackupt. Also ich habe da meine ganzen Konfigurationsdateien und so jetzt alle auf der Festplatte. Und was? Yes. So, und damit ist mein Ubuntu zerstört. Cool. Dann hat er jetzt die Partition fertig, also hoffe ich. Und dann müssen wir die jetzt aussuchen. 1, 3, 4, nein. Gut. Also, Boot müssen wir natürlich als EFI formatieren, weil sonst funktioniert ja nichts mehr. Swap ist Swap. So, und hier wird es jetzt ein bisschen lustig. Also, wenn ihr das jetzt so ein bisschen als Tutorial benutzen wollt, was ich euch nicht empfehle, das sollte jetzt kein gutes Tutorial sein, dann haben wir jetzt die Wahl. Wir können ButterFS nehmen, aber das, keine Ahnung, ich brauche halt nicht so diese Backup-Funktion und alles. Ja, die ganzen Dateisysteme kenne ich alle nicht, deswegen nehme ich FRext4. Das ist aber das, was man immer nehmen sollte, wenn man keine Ahnung hat, was man nehmen soll. Genau, und dann macht er. Das könnte ein bisschen dauern bei der SSD. Oder halt nicht. Ja gut, dann gehe ich gleich wieder auf die Mitte. So. Genau, dann müssen wir das verbinden. Wir müssen es mounten. Das hat er gemacht. So. Also erstmal müssen wir unsere Mirrors machen. Ja? Also sagen, dass er von deutschen Servern runterladen will, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Genau. Edit Mirror List. Dann sehen wir jetzt hier. Oh, ja, aber man sieht hier sehr schön, einfach alles, was nicht Deutschland ist, ist auskommentiert. Achso, ein kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr Vim verlassen wollt, dann müsst ihr Doppelpunkt Q schreiben. Ja, genau, dann habt ihr auch mal einen kleinen Lifehack hier mal mitbekommen. So. Install oder Config? Ja, ich glaube, wir müssen es jetzt installieren, wa? So. Kernel ist jetzt so eine Sache, also LTS soll man eigentlich immer nehmen. Aber ich will halt irgendwie schon die neueren Funktionen von den neueren Linux-Versionen haben. Ich finde die cool. Zen ist irgendwie so ein Custom-Ding. Das kenne ich nicht. Und Taden, der weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal den normalen Kernel. Aber hier ist halt das Geile. Man kann sich auch mehrere später aussuchen. Und dann bei Grub dann auswählen, ob man jetzt den normalen Kernel haben will oder den LTS-Kernel. Aber ich nehme erstmal Linux. So, genau, ja. Mach Firma mit drauf. File Systems. Ja, DOS. ButterFS brauche ich alles nicht. Dann mach einfach mal. Ja, jetzt ist hier wieder so ein bisschen Hacking-Aktion. Das ist immer sehr spannend hier. Ja genau, weil als Paketmanager haben wir jetzt hier auch Pacman und nicht mehr APT. Das wird auch eine kleine Umgewöhnung werden, weil ich die ganzen Kommandos noch nicht kenne. Also ich kenne halt S für Sync, also zum Installieren, und SYU halt zum Updaten, aber das war's halt auch schon. So, und was hier jetzt passiert, glaube ich, ist, dass wir uns einfach nur das Basissystem installiert, also alles, was Arch Linux wirklich braucht, um zu funktionieren. Aber das reicht natürlich bei weitem noch nicht für einen richtigen Desktop aus hier. Das kommt später noch. Und irgendwie ist er gerade stuck. Achso, nee, er lädt gerade einen Kernel runter, das dauert immer ein wenig. Ja, er ist fertig. Cool. So, und jetzt haben wir keinen Fokus. Jetzt haben wir unser schönes Arch Linux erstmal installiert, jetzt müssen wir es konfigurieren. Computernamen. Also Arch ist nicht schlecht, aber ich nutze Arch, by the way. Fertig. So, Keyboard Layout, das ist jetzt das, was auf dem System benutzt wird. Dann nehme ich natürlich, Moment, wo ist es? Ach, ich bin schon daneben. Hier. DE, Latein 1. So. Set Font, nein, das lasse ich so. Lokal, also ich weiß nicht, was man jetzt einstellen muss. Dann muss einfach das nutzen, was man halt. Naja, ich sag einfach mal hier, Moment. Ich sag mal, ich bin Deutscher. Aber mein System will ich dann noch auf Englisch haben, ist halt so das Ding, ne? So, Set Time. Afrika, nee, das ist knapp verfehlt. Wir sind nämlich in Berlin. Also ich nicht, aber ja. UTC Clock, fertig, so. So, das Root-Passwort, da
sind wir natürlich dann gleich besonders sicher. Jetzt, wo wir das alles erledigt haben, müssen wir unser F-Step erstmal generieren. Das ist halt so F-Step, das ist halt die Datei, die man halt die ganze Konfiguration für eure Festplatten beinhaltet. Da will ich mal gucken, wie der das macht. So, wir machen das nach der UUID, also nach so einer bestimmten Zahl halt, damit das auch alles nicht gefickt wird. Gut. Generate what the fuck. NVMe-Module. Also ich mach das einfach mal. Oh, es wird bunt. Weil das Problem ist halt, auf den ganzen VMs habe ich es halt nur mit meiner normalen Festplatte installiert und deswegen ist mir das bedient in den VMEs hier gerade noch alles ein bisschen spanisch. Genau, so, cool. Edit F-Step, da wollte ich mal kurz gucken, was der getan hat. What the fuck? Also er hat erstmal unsere NVMe-SSD da reingeschmissen, wie man hier sieht, aber das Problem ist halt jetzt, dass ich keinen Plan habe, wie ich das jetzt mit meinen anderen Platten machen muss, aber da gucke ich später so. Gut. So, CryptTab, was auch immer das ist, make init, what the fuck. So, mirrorless bitte mal gucken, das ist richtig. Gut, und den Bootloader müssen wir mit installieren. Da nehmen wir natürlich Grub, weil wir nicht behindert sind. Und wir installieren Grub. Okay, er hat jetzt schon unsere Config gemacht. Das heißt, wir müssen Grub nochmal installieren auf... I guess... EFI, BIOS, BIOS, was? EFI. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich mache einfach das, was sich am klügsten anhört. Auch wenn ich nicht klug bin. So, Extras, Nano, Vim. Ja, ich will auf jeden Fall. Ja, danke. Vim wäre ganz cool zu haben. So, ArchDai. So, ArchDai ist jetzt ein neues Skript. Genau. Das brauchen wir für unseren Desktop, weil ne, ich mache jetzt hier keinen Arch-Server. Ja, so ist Watch. Tschüss. Episch, da ist er auch schon fertig. So, Updates, was kann man da machen? Also, Pac-Man Contrib, ich habe gehört, man soll das machen. Proceed with Installation, ja. Genau. So, und jetzt müssen wir hier suchen, was wir halt für unser AUR haben will, also für das Arch User Repository. Ich kann hier ein bisschen reinzoomen hier. Und vielleicht zentrieren, damit der Fotografin mir auch befriedigt ist. So. Ich weiß nicht, warum sie da Yaur drin haben, weil da steht es ja End of Life, aber ich nehme Yay. Jetzt wird es hier ein bisschen komisch, denn wir müssen dem sagen, was er machen soll. Und wir sagen ihm alles. Und wir sagen ihm, fick dich, mach. Und jetzt müssen wir wieder 1000 Jahre warten. Wir sind dann auch mal fertig. So, jetzt haben wir Yay installiert. Ja. Ich glaube, hiervon muss man jetzt nichts mehr machen. Pacman.conf, was ist da drin? Ich habe keine Ahnung, ich lasse das. Mirrorless muss noch stimmen. Install downgrade. Was? Nein. Back. Install. So, dann müssen wir uns jetzt erstmal hier einmal durchklicken. Was wollen wir denn an Konsolenprogrammen haben? So, Generic. Nano, Vim, natürlich. Will ich hier noch irgendwas haben? NeoFetch ist immer richtig cool, um zu flexen. Ja, mach einfach so. Ne, hier war ich doch schon drin, oder? War ich hier schon drin? Bin ich dumm? Bang! Lass mich raus. Also, okay. Compression Tools, ja, das sollen wir auf jeden Fall alles haben. Ja, genau. Network Tools, ich habe keine Ahnung. Also, nee. Speedtest ist immer cool und keine Ahnung, installier das einfach, es ist ausgewählt, also muss es gut sein. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht mehr machen müssen, aber ich bin einfach nicht so klug und überlegt das. So, Webbrowser, das sind Terminal-Browser, so lost bin ich nicht. Und Backups sind natürlich ziemlich unnötig und sollte man nicht machen. So, Kernel. Also, ja, ich nehme natürlich den normalen Kernel, aber wie gesagt, LTS wäre eigentlich geiler. Ah, es ist schon fertig. Schade. Gut. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Und Services. Was ist denn da drin? SSH brauche ich eigentlich nicht, aber ich lasse es mal drin, wer es will. AMD Microcode ist gut, weil ich habe einen Ryzen. Flex, so. Start, ja. 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 Fick dich. Ich kann es nicht mal lesen, so gut sind meine Augen gar nicht.
Okay, File System. Hier muss ich dann mal überlegen, was brauche ich denn? OS Prover brauche ich auf jeden Fall, damit der irgendwie Windows erkennt, glaube ich. Das ist Snapshots, das ist, glaube ich, für Backups, aber wie gesagt, Backups sind super unnötig. So, NTFS brauche ich auf jeden Fall, weil die meisten meiner Daten sind halt noch auf NTFS-formatierten Festplatten und das ist halt, ne, scheiße. Von dem Rest habe ich keine Ahnung, aber deswegen lasse ich es unangetastet. Und dann installiert er mir jetzt hier den ganzen File-System-Schrott. Ja, es müsste jetzt nicht so lange dauern, hoffe ich. Vielleicht dauert es lang, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, er macht Dinge. Oh, genau da, wenn ich einen Schwenk mache, ist er fertig, Alter. Willst du mich verarschen? Okay, Sound hätte ich ganz gerne. Das fände ich super cool. Okay, Pulse Audio ist cool. Alsa ist cool. Dann hat man hier noch einen Pulse Audio Equalizer. Und das Ding ist, ich mache halt nur so eine Nachbearbeitung von meinem Sound über Pulse Audio. Aber das mache ich halt mit Pulse Effects, heißt das, glaube ich. Und das haben wir hier nicht, deswegen lasse ich das so. So, Print. Ich habe einen Drucker, deswegen will ich drucken können. Das sollte eigentlich Sinn ergeben. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man jetzt schon so im Terminal halt seine Farben noch so umstellen könnte, damit ich so ein Hackergrün habe, aber ja, so klug bin ich dann leider doch nicht. So, Xorg. Also Xorg wollen wir auf jeden Fall haben und wir haben eine AMD-Grafikkarte. Danke für die Information, das wusste ich nämlich nicht. Ach du Scheiße. Was brauche ich denn da alles? Heilige Scheiße. Also X-Render will ich auf jeden Fall haben, weil das benutze ich, um meine Monitore zu konfigurieren. Sonst läuft er nicht mit der richtigen Bildwiederholrate, das weiß ich. Und der Rest ist, glaube ich, scheißegal, deswegen... Nee, ich glaube, brauche ich nichts mehr, oder? Nee. Dann installiere einfach den ganzen Schrott, das wird ja auch schon reichen. Okay, Schriftarten. Wir wollen Schriftarten. Ja, die ganzen Standardschriftarten, die wird man wohl höchstwahrscheinlich brauchen. Würde ich jetzt mal so vermuten. Und TrueType-Fonts, hier kann man sich halt noch... Heilige Scheiße. Hier kann man sich dann aussuchen, man will zum Beispiel Microsoft-Fonts haben. Ja, leider, Comic Sans ist wichtig. GNU-Free-Fonts, ja, kostenlose Sachen finde ich gut. Und Noto sind, glaube ich, diese... nicht Moto, diese Google-Schriftarten, glaube ich. Und sonst müsste hier nur Schrott drin sein. Ja, genau, dann installiere einfach das. Und das dauert jetzt auch schon ein bisschen, weil der das jetzt aus dem... AUR zieht und deswegen muss jeder erstmal irgendeinen Schrott machen. Ich wollte gerade schon sagen, es ist fertig, aber so. Enter a number. Nein. Nein. Genau, dann macht er das jetzt schon. Das ist sehr cool. Und dann müssen wir wieder 10 Jahre warten. Wo habe ich mein amerikanisches Zuckergetränk hingestellt? Wo ist mein Diabetes? Hier. Okay, gut, ich bin einfach nur blind. Da passiert nichts. Also, pff, du Hure. Da passiert wieder nichts, also muss ich meine Kamera dahin schwenken. Ja. Schade, jetzt bringt's nichts. Ich meine, ich könnte es doch einfach abbrechen. Ich meine, Comic Sans habe ich schon. Aber ich weiß nicht, ob es dem jetzt so gut tut, wenn ich den mitten beim Kompilieren da jetzt irgendwie abbreche. Vor allem macht er ja jetzt seit 2 Minuten irgendwie nichts mit einem Speed von 0. Oder warte mal. Sache nicht, unser Internet ist jetzt totgegangen. Das wird mich jetzt nicht wundern, aber ein bisschen abfucken. Also, er versucht jetzt einfach nochmal, weil es nicht ging. Aber das Ding ist, ja, jetzt macht er wieder. Wollte auch schon sagen, alles andere hat mich jetzt auch gewundert, weil, Moment. Nee, das kann ich nicht zeigen, da sieht man irgendwelche Daten, die nicht gut sind. Aber wir haben jedenfalls Internet, so daran liegt es nicht. Oh, warum dauert das so ewig? Ich mach mal kurz die Kamera aus, weil sonst beschwert die sich noch. Ich habe die Kamera gerade ausgemacht, ne? Und dann wird dieser Spacko einfach fertig. Okay, nein, okay. Wir brauchen Input-Treiber, glaube ich. Warte mal, Mad Cats, Red Mäuse. Ach du Scheiße, warum haben die hier Support für die drin? Wer benutzt sowas? Das sind doch eigentlich diese fetten Panzer, ne? Und ich dachte schon, hier, guck mal. Ich dachte schon, so eine Maus ist groß, aber das sind ja nochmal ganz andere Panzer, so. Also, bevor jemand mir vorwirft, ich flexe mit der, nein, die ist kaputt, Rocket ist scheiße. So, aber ich glaube, ich brauche hier eigentlich nur Lib-Input. Ach, der hat's schon, okay. Videotreiber nehme ich natürlich quelloffene, weil ich habe AMD, ne? Deswegen brauche ich Nvidia nicht und dann kann ich einfach Open-Source-Treiber nehmen.
So, AMD-GPU sind die guten Treiber, glaube ich. Und der Rest ist alles irgendein anderer Schrott. Warte mal, VESA? Nein. Gut, dann installiere einfach meinen AMD-GPU-Treiber. Dankeschön. Was ist denn hier eigentlich noch drin? Ach, das ist nur Nvidia-Krams. Okay, gut, dann brauche ich davon bitte nichts. So. Dann haben wir jetzt schon Exorg installiert. Das hat nicht lange gedauert. So, Desktop-Environment. Wir haben jetzt hier die Wahl zwischen tausenden Sachen. Wir haben sogar einen Window-Manager, aber damit kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Ich frage mich, ob Deepin gehen würde, aber das Ding ist, ich will hier keine chinesische Spyware drauf haben. Genauso wenig will ich hier auch an sich amerikanische Spyware drauf haben, aber ne, gut. Ich glaube, ich gehe einfach mit Plasma, weil ich finde GNOME eigentlich auch ganz cool, komischerweise. Mate ist wegen dem Namen lustig, aber ne, ich nehme Plasma. Plasma Package, what the fuck? Okay. Wir können es jetzt hier also genau aussuchen, was der Spaten installieren soll. Ich sag einfach mal alles, weil ich finde die KDE-Apps eigentlich ganz cool. Ja, mach einfach mal. Und wie man sieht, das braucht jetzt ein bisschen an Festplattenspeicher, aber ist egal, wir haben genug. Sind wir etwa schon fertig? Ja, wir sind fertig, cool. Ja. Wir wollen natürlich SDDM aktivieren, denn das ist unser Login Manager, glaube ich. Sehr schön. So, KDE Applications. Da bin ich mal ein bisschen selektiver. Kann man bitte einfach alles sehen, so. Ach du Scheiße. Okay, ich brauche nämlich. Warte mal, was brauche ich denn alles? Dolphin Plugins hören sich gut an. Elisa finde ich ganz nice. Gvenview finde ich auch ganz cool. Und was ist hier alles für ein Schritt? Brauche ich alles nicht. Kden Live auf jeden Fall. Wir können uns auch Kfloppy installieren, aber ich brauche halt keine Floppies mehr, so, ne? Okay. Das heißt also jetzt, dass wir fertig sind. Cool. Compliments, was ist denn da drin? Partition Manager, ja. KDE Connect brauche ich auf jeden Fall. Das habe ich über mein Handy eigentlich ganz gerne. Dann installiere das einfach mal. Das dauert nicht so lange. Das sind jetzt nur 30 Megabyte als Download. Und das sollte jetzt meine Telekom-Leitung auch noch halbwegs hinbekommen. So. Da ist er schon fertig. Siehst du, es geht ja ganz schnell hier. So. Ja, dann war's das ja eigentlich schon mal. Display Manager. SDDM. Hat er schon. Ja. Cool. So, Applications. Hier wird es lustig. Wir brauchen nämlich. Was? Warum ist das Java? Warte mal. LibreOffice Fresh. Ach du Scheiße, ist das viel. Ja, das Problem ist halt, LibreOffice brauchst du halt, ne? Und das ist halt jetzt aber wieder so ein Panzer an Downloads, so. Was? Wir können uns auch AIDS runterladen, wenn wir das wollen, oder Office Tools. Brauche ich aber alles nicht. So, Internet will ich nicht. Firefox. Ich brauche den Firefox. Ah, das sind auch nochmal 100 Megabyte. Na, dankeschön. Und das Ding ist halt, solche Programme kommen halt mit zum Beispiel Ubuntu alle schon mitgeliefert, ne? Die installiere ich mir gerade nochmal manuell alle nach. Was? Ihr seht ja nichts. Das tut mir leid. Ach, er ist schon fertig. Ihr habt nichts verpasst. Torrent hätte ich sehr gerne. Und zwar, oh, was nehme ich denn hier? Cajon finde ich eigentlich okay genug für meine Bedürfnisse. Er ist auch schon fertig. E-Mail-Client. Ich habe doch schon Kmail installiert. Das reicht mir auch schon, weil ich eh meistens nur Gmail im Internet benutze. Was ist ein G-Streamer? Nein. Audio Player. So. Ich habe doch Elisa schon installiert, oder? Warte mal. Das ist doch schon drauf, oder? Ja, genau. There's nothing to do. Finde ich auch. SMTube? YouTube Player. Ich will wissen, was das ist. Ich installiere das mal. VLC. VLC kannst du eigentlich immer gebrauchen. Ach, der ist auch schon fertig. Cool. Video Tools. Sim Screen Recorder? Nee, dafür habe ich OBS. Und Burner Tools. Nee, danke. GIMP kannst du schon mal installieren. Ich mag GIMP zwar nicht, aber manchmal brauchst du es halt schon noch. Wenn du nicht für so kleine Arbeiten gleich auf Windows und Photoshop gehen willst, aber ich finde GIMP irgendwie schrecklich.
So. Ach du Scheiße. Ich brauche keine Hilfe. Dev. Da brauche ich jetzt eigentlich. Davon brauche ich nichts, wenn dann brauche ich IntelliJ. Okay. System. Da würde ich ganz gerne Keep As. Was ist Keep As? Ah, das ist ein Passwortmanager. Ja, nee. Ryan würde ich mir eigentlich am liebsten. Ach komm, du kannst einfach mal die Version hier noch mit reinschmeißen. Ich hätte aber am liebsten eigentlich diese neueste Variante von Ryan und nicht die Stable, weil die ist relativ alt. Nee, Keep As will ich nicht. Nein, will ich nicht. Was? Ach, das ist ja nochmal ein Gigabyte. Oh, fuck. Okay, System, sind wir da? Achso, das hatte ich ja gerade. Cool. Will ich noch ein Pac-Man-GUI haben? Ja, ich hätte ganz gerne. QT, also nämlich Octopi. Ja, genau. Ach, das ist wieder aus dem User-Repository oder was? Es ist mir alles noch ein bisschen kurios, weißt du, weil unter Debian-Distros gibt's sowas alles nicht. So, weißt du, hier solche Spielereien. Die gab's da nicht. Entweder war es in der Repo drin oder du warst gefickt. So, und hier gibt's einfach sowas. Finde ich eigentlich ganz cool, aber irgendwie auch verwirrend. Es ist verwirrend in einer guten Art und Weise. Ach, der kompiliert ja jetzt erst. What the fuck? Ja, man merkt, ich bin gerade. Na gut, ich kann eigentlich müde sein, es ist erst irgendwie so 23 Uhr. Das wird mir langsam zu dumm. Kann ich einfach Steuerung C drücken oder ist er mein PC in Flammen? Du weißt ja bei Arch irgendwie nicht so. Aber warte mal, der macht was anderes jetzt. Oh mein Gott, siehst du musst nur anfangen dich zu beschweren und auf einmal macht er hier. Ey, wir sind fertig, glaube ich, hoffe ich. Ich habe also auch keinen Bock mehr. Back. Config? Nein! Warte mal, Editor, Vim. Die ganzen Aliase finde ich so gut. Okay. Firewall brauche ich nicht. Accounts, also Add User, nein. Wie nenne ich mich denn? So, gut. Sudoers, ich hätte. Die Sudoers-Datei existiert aber. Also ich hab an sich. Warum? Ah, hier, okay, dann mache ich einfach mal einen kleinen Lifehack. Wir machen jetzt einfach. Moment. Changing a read-only file. Also, ich müsste vielleicht. Also, erstmal. Okay, Vim. Wir müssen das schreiben und wir müssen. Was habe ich getan? Okay. Warum kann ich jetzt meinen Nutzer nicht als sudo hinzufügen? Users? List Users? Ah, der hat ja noch gar nicht hinzugefügt. Hallo, ich bin Uwu. Ach so, ich habe noch gar kein Passwort angegeben. Wenn wir nämlich jetzt in die Sudoers gehen, dann. Aha, cool. Dann habe ich jetzt auch Sudo-Rechte. Das ist sehr schön. Enable. Time Date Control. Ja, gut. Dann muss ich da, glaube ich, nichts mehr machen. Xorg. Generate. Ach du Scheiße. DE. What the fuck? PC 104. Warte mal, was ist denn hier? QWERTY? Nein, bitte nicht. Ignore? What the fuck? Ich raff nicht, was das ist, also sagen wir Ignore. Ja. Was? Das sieht böse aus, was? Local Keyboard Configuration not supported on the system. Ach, dankeschön. Heißt also, ich habe jetzt keine deutsche Tastatur. Das finde ich, sehr freundlich, muss ich sagen. Das ist einfach nur eine große leere Datei. So ein bisschen wie der Inhalt meines Gehirns. So. Ich weiß nicht, was das macht, also lasse ich's. Choose configs. Linux. Ja, also ich weiß nicht, was das macht. Natürlich nicht. Natürlich weiß ich das nicht. Aber es sah mir so aus, als ob ich es machen müsste. Also mache ich das einfach. Image Generation Successful. Das will ich doch sehen. Ich weiß nicht, was du getan hast. Grub.
Config, ja, da muss ich eigentlich nichts machen, oder? Warte mal. Nee. Da muss ich einfach hoffen, dass dieses andere Programm, was ich da hatte, dass der halt mein Windows findet. Dann alles andere wäre scheiße. Und ich habe auf der 2-Terabyte-Platte noch irgendwie... LOL. Found Windows Boot Manager. Du absoluter Ehrenmann. Okay, das heißt also, ich kann auch wieder in Windows booten. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Das muss man dann halt selbst wissen, wie man das sehen will. Aber ich könnte auch wieder auf Windows gehen. Ne? Und jetzt machen wir einen Reboot. Ja, ich sage natürlich ja. Und dann muss ich ins BIOS gehen, weil wir sonst nämlich nicht von unserer NVMe aus starten. Und das wäre natürlich super schrecklich und ich würde weinen. Also denkt dran, Kinder, immer schön den Entfernknopf vergewaltigen. Ach, das hat schon gereicht. Jetzt. So, dann können Sie mich aussehen, was ich hier gerade mache. Ach, guck mal hier, da ist schon Arch drin. Warum habe ich so viele Boot-Optionen? What the fuck? Okay, wir booten mal von Arch. Und wir müssen jetzt einmal beten, dass es funktioniert, denn alles andere würde mich jetzt super enttäuschen. Aber wenn das jetzt, prinzipiell, wenn das jetzt startet, dann habe ich erfolgreich Arch auf einem richtigen System installiert dann. Okay, ich habe es da mit einem Skript gemacht, das war zwar ein bisschen cheaten, also ein bisschen. Aber da musste ich mich jetzt wesentlich mit dem Wiki quälen. Nein, warte mal. Was? Arch ist einfach weg. Wir booten mal von Ubuntu. Ich will nicht wissen, wie kaputt das jetzt ist, weil die Ubuntu-Installation weg ist. Aber vielleicht liegt ja das Grub noch von meiner alten Ubuntu-Installation und vielleicht kann ich da ja auf Arch starten. Oh. Oh nein, ich kann einfach sagen Exit. Das Grub ist auf jeden Fall kaputt. Ah, yes. Ich könnte auf Windows. Nee, wir machen mal Folgendes. Wir starten mal wieder auf unseren Arch-USB-Stick. Und, ja. Genau, wir bereuen einfach mal alle unsere Lebensentscheidungen und resignieren etwas. Nee, also, was? Also, das war jetzt einmal in meinen Boot-Optionen drin und dann ist das weg. Scheiße. Das ist halt so das Problem, was ich mit Arch habe, ne? Weil ich habe ja offensichtlich irgendwie alles richtig gemacht. So, ich habe Grub installiert, ich bin vorgegangen, wie der Sparko mir das gesagt hat. Und der geht immer noch nicht. Ich sehe mich jetzt einfach schon wieder hier irgendwie auf Windows so einen Ubuntu-Bootstick machen, ey. Das würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn das genauso kommen würde. Okay. Dann mache ich mal Folgendes. LSBLK. Dann haben wir so einen kleinen Panzer. Und sehen, aha, NVMe 0N1 hat genau 3 Partitionen. 1 GB Swap. Das finde ich irgendwie ein bisschen wenig, muss ich sagen. Und wir haben eine 16 GB. Was ist das? Was ist 16 GB? Okay, 221, das ist ja unser Root-Folder. Also hier Root. Ich glaube, ich weiß, was schiefgegangen ist. Warte mal, wir machen einfach mal... Ach so, das ist ja hier. Gut, ich weiß nämlich ungefähr, was schief gelaufen sein könnte. Und meine Vermutung, die ist leider nicht gut. Ich glaube, ich habe die falsch partitioniert. Das macht mich jetzt sehr traurig und das finde ich sehr scheiße, weil ich das jetzt alles nochmal von vorne machen darf. Editor Vim, also Disk Partitions. Ich muss hier nämlich Folgendes machen. Nee, was muss ich denn machen? Na, DOS eigentlich nicht, weil ich habe jetzt kein Legacy BIOS drauf. Deswegen dachte ich GPT EFI und das habe ich da auch genommen oder nehme ich einfach nur GPT? Oh fuck, wir hatten das Ubuntu gemacht. Ja, Ubuntu hatte halt eine so eine kleine Partition halt so. Für das BIOS oder nicht, für das UEFI halt. Ach, die hat hier gefehlt. Glaube ich, oder? GPT BIOS plus EFI No Swap. Wisst ihr was? Ich mache jetzt Folgendes. Ich installiere nochmal Arch auf dieses System, auf genau dieser Festplatte, aber ohne Desktop-Umgebung, ohne irgendwas, einfach nur damit ich halt eine Shell habe von meiner SSD aus. Genauso mache ich das jetzt.
Ja, erase das nochmal alles, klar. Bin ich mir sicher, dass ich sterben will? Ja. Dann macht der jetzt tolle Dinge, die hoffentlich funktionieren, aber wahrscheinlich nicht funktionieren werden. Swap haben wir ja keins und Root muss das sein und Rom haben wir nichts. Wir haben kein Zuhause. Genau, also ich finde es irgendwie scheiße, dass wir jetzt keinen Swap-Space haben, aber ich werde es wahrscheinlich eh nochmal komplett neu installieren, deswegen ist mir das auch egal. Ja, genau. Boot muss ein E4 und Root ext 4. Und das dauert nun mal halt wieder so seine paar Jahre. Wir warten einfach mal eine kleine Sekunde. Ach, das ging jetzt sogar ein bisschen schneller. Wahrscheinlich, weil er nicht so viel drauf war. So. Mount. Was hat er gemacht? Install Arch Linux. Linux, ja. File Systems. Brauchst du eigentlich alles gar nicht. Ich will nur gucken, ob der booten kann jetzt davon. Weil wenn er davon bootet, dann weiß ich wenigstens, welche Konfiguration da richtig ist. Also halt bei den... Hoppla. Na, wie hieß es nochmal? Bei den Partitionen, genau. Weil die erste Option ging offensichtlich ja nicht. Also da kommen wir ja gar nicht ein Grub rein. Der rebootet nur einmal ins UEFI und das gefällt mir nicht so. Weil weißt du, wenn ich meinen PC starten will, dann will ich in mein Betriebssystem kommen und nicht ins BIOS so. Das ist zumindest meine Denkweise. Also ich finde zwar die Werte ganz schön, die mir da angezeigt werden, aber das hat halt nicht so einen richtigen Nutzen zu mir. Okay, Leute, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde die Aufnahme schnell beenden, weil meine Kamera sich gleich beschwert. Ich werde gucken, dass ich Arch einfach so minimal installieren kann, wie ich nur kann. Und wenn das dann läuft, dann sehen wir uns wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich eure Zeit nicht verschwende. Na gut, das habe ich sowieso schon gemacht, dafür ist es zu spät. Wie ich es befürchtet habe, hatte ich recht. Ich habe nämlich am Anfang die falsche Partitionierung ausgewählt. Jetzt habe ich Arch am Laufen, das ist jetzt von meinem Rechner gleich aus und wie wir sehen, läuft das sehr schön. Wir brauchen 217 MB RAM, aber wir sind halt auch nur in der Konsole so. Ja, und wenn ich jetzt mal kurz ein LSBLK mache, dann sehen wir... ja, was sehen wir da? Wir haben eine 1 GB Boot-Partition, eine 32 MB UEFI-Partition und 237,5 GB Root. Aber wir haben halt keinen Swap-Speicher und das Problem ist, man möchte halt schon in der Regel hier einen Swap haben. Bloß das ist das Problem, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich die Partitionierung hier jetzt ändern muss. Also ich müsste es sowieso auch von außen machen. Also ich muss, wenn, dann muss ich auf den USB-Stick rebooten und ich muss dann über den USB-Stick auf die Festplatte zugreifen, die Partitionierung ändern, damit ich hier einen Swap-Space reinbekomme, dann wieder reinbooten, hoffen, dass es funktioniert und... Und was ich mal kurz gucken wollte, ist, wir haben jetzt hier eine voll funktionsfähige Arch-Installation. Also wir könnten uns hier jetzt auch Xlog installieren, wir könnten uns eine Desktop-Umgebung auch installieren danach, aber ich habe keine Ahnung, wie man das alles manuell macht. Also ich weiß, wir müssten uns jetzt Xlog-Server und Xlog-Init installieren und irgendwie noch so viel Scheiß. Aber ich werde das eh verkacken. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Fuck. Achso, archfy.sf.net, nicht sf.net, archdie. Bei archdie ist ja dieses Desktop-Installationsskript und ich will mal gucken, ob ich das separat runterladen kann. Er kennt kein wget. Okay, das können wir aber fixen. Was wir aber nicht fixen können, glaube ich, ist, dass der hier auf Deutsch spricht. Genau das wollte ich nicht. Ich will nicht, dass das Terminal mit mir auf Deutsch spricht. Das finde ich cursed, das finde ich scheiße. Okay, aber kein sudo, weil ich glaube, sudo ist gar nicht mehr installiert, oder? Nee, wir sind ja nur als Root drin. Ich müsste, wenn, dann sudo installieren. Och nee, sudo zum Konfigurieren wird richtig scheiße. Okay, wir machen Folgendes. Pacman s wget. Ja. Wir müssen jetzt auch auf J drücken, richtig cursed. Okay. Not found. Achso, ich habe hier einen Plus dran gemacht. Ich bin auch dumm. Not found. Das ist ein Problem. Warte mal. Aber ich glaube, wir müssten schon mal ein Internet haben, weil der kann ja schon Zertifikate laden und so. Weil sonst hätte ich gerade gesagt, ich habe jetzt hier kein Internet drin wahrscheinlich, aber... Nee, warte mal. Ping google.de. Wir haben eine Internetverbindung. Das wundert mich und finde ich gut. Ja, kannst du jetzt... Ah, guck mal. LOL. Stimmt plus x Archdie
Und dann könnten wir prinzipiell Arschteil. Was? Du hast keine Dependencies. Yes. J. Och, Alter, das na. Ach, guck mal hier. Okay, das ist schon mal gut. Aber wenn ich dann hier wieder Artstein mache, werde ich euch auf diese Tour nicht wieder mitnehmen, weil das, achso, der ist jetzt da unten. Was ich stattdessen machen werde, ist ein Shutdown Now. Aber ich nehme euch jetzt noch mit, wie ich einen Swap Space installiere, denn das wird bestimmt super spannend. Dazu drücke ich erstmal diesen fetten Powerschalter hier drauf und dann müsste mein PC hoffentlich angehen. Das sollte RJ jetzt nicht beeinflusst haben, sonst wäre ich traurig. Wir sind jetzt bei Länge 4,20 von dieser Aufnahme, das wollte ich mal gesagt haben. Also dann müssen wir auf meinen Panzer Fujitsu Monitor wechseln, weil auf dem bootet mein PC, warum auch immer. Achso, Na, dankeschön, das ja, das finde ich cool. Also auf einmal haben wir hier so ein OS drin, das finde ich sehr toll. Wir hoffen mal, dass es auch dabei bleibt. Aber jetzt booten das nur vom USB-Stick. Denn wie gesagt, wenn wir auf unser System zugreifen, dann können wir halt die Partition auch logischerweise nicht ändern, weil die gerade gebraucht werden. Aber von dem außerhalb, von der Umgebung, von draußen, also wie gesagt vom USB-Stick, dann sollten wir eigentlich diese Partition ändern können. Zumindest das ist, was ich hoffe. Und wir sagen ihm bitte, nein! What the fuck? Was? Nein, nein, help. Dankeschön. Shut down now. Exit? Ah! Arch Linux. Ja, okay, gut. Wir sind sicher. Ich habe alles unter Kontrolle, wie man merkt. Ich habe hier auch einen kleinen Mausfriedhof, wollte ich mal so gesagt haben. Ja, und da sind Kekse von Oma. Und wir haben ganz viel Hack. Heyo und willkommen zurück. Ja, wir rebooten jetzt doch nochmal in unser installiertes System ohne Swap. Denn das Problem ist, ich habe ja gerade probiert, von meinem USB-Stick auszubooten, damit ich darüber halt die Partition ändern kann. Ach, guck mal hier, Grub funktioniert. Das finde ich toll. Ja, okay, also ich sag gleich weiter. Wir müssen es aber erstmal als Root anmelden. Hallo? Hast du es auch mal? Kamera. Danke. Bruh, okay. Ich habe nämlich probiert, über meinen USB-Stick zu booten, damit ich über den halt meine Partition auf der SSD ändern kann. Aber ein Problem, du kannst die ja nicht einfach von der Größe her so ändern. Du musst die halt nochmal komplett löschen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Also habe ich nochmal Archfile gestartet und wollte es nochmal neu installieren mit nochmal einer anderen Partitionsmethode. Bloß das kleine Problem, ich glaube, da wird es dann wieder nicht gehen mit Swap. Deswegen sage ich einfach mal, ich lebe jetzt ohne Swap. Hab dann halt nur meine 16 Gigramm, aber naja, was soll's. LS, Artstyle. Dann machen wir das erstmal. Ich werde das jetzt für euch alles mal ein bisschen verschnellern, weil für euch wird das jetzt sicherlich ziemlich langweilig. Aber wir haben natürlich noch das alte Problem, dass wir hier noch irgendwie so das meiste auf Deutsch haben. Und das finde ich nicht gut. So, ich bin jetzt mit Arch Die fertig geworden. Ich hoffe jetzt mal, dass er jetzt nichts irgendwie kaputt gemacht hat oder so, weil man weiß ja nie. Und meine Kamera ist langsam mit dem Akku tot. Wir sind bei 27%. Ich habe bei 100 angefangen und die zwischendurch immer nochmal angeschlossen zwischen verschiedenen Aufnahmen. Deswegen fuckt mich das etwas ab. Und was mich auch abfuckt ist, übrigens ist dann ja hier... Ach, sieht man es nicht mehr, aber Windows und so ist da alles nicht mehr da. Wir haben jetzt nur noch Arch. Heißt also, wenn ich in Windows rein möchte, dann muss ich halt immer ins BIOS gehen und what the fuck? Oh mein Gott, leck mich am Arsch. Mann, was ist überbelichtet? Das ist schrecklich. ISO 400, so. Okay, also wenn ich in Windows reingehen will oder muss, was ich ja auch gleich machen muss, um das Video zu schneiden. Also da kann ich mich einem... Oh lol. LOL.
Okay, also das ist zwar der falsche Hauptmonitor, das kann man ja fixen. Alter, fuck. Oh, es ist ja auch alles auf Deutsch. Guckt euch das an. Systemeinstellung. Fuck. Ich bin voll glücklich. Mein Arsch läuft. Wo ist meine Maus? Hilfe, wo ist meine Maus hin? Ach, die Monitore sind auch mal falsch konfiguriert, weil wenn ich hier nach links gehe, geht er auf den rechten Monitor. Aber mir egal, das kann man fixen. Warte mal. Nein, mein Panzer ist da. Warte mal, da ist der Panzer und du bist Primär. Genau, Bildwiederholrate 60 Hertz, das muss ich halt noch mit XR und R fixen. Das mache ich mal kurz, weil ich hoffe, dass ich sowas kann. Aber geil, jetzt habe ich immer schon gleich einen Plasma-Desktop und STRG-ALT. Da haben wir ein Terminal und geil, es läuft sogar, ich habe es richtig installiert. Ja gut, wie ich jetzt hier die Bildwiederholrate ändere, das... Moment mal, habe ich denn CVT überhaupt? Ja, CVT 1920 1080 75. Das mache ich mal kurz, denn das ist super wichtig. Wie ging das? Ich muss da mal gucken. Ich habe meine Skripts eigentlich auch alle kopiert, aber ich werde mir das alles hier schnell noch ein bisschen einrichten, so quasi, wie ich mir das alles einrichten würde bei KDE Plasma so. Weil so ist das relativ hässlich, aber also. Die Programme, die erstmal drauf sind. Ich habe jetzt auf nicht so viel geachtet, weil ich das einfach nur schnell fertig haben wollte, bevor die Kamera nicht mehr läuft wegen dem Akku, aber deswegen habe ich jetzt auch hier nur so ein bisschen LibreOffice drin und dieses Menü fuckt mich schon ab. Aber das macht mich gerade voll happy. Ich habe jetzt offiziell einen Arch-PC, also ich kann jetzt einfach, guckt euch den Scheiß an, ich kann jetzt einfach ein Neo-Fetch machen und dann steht da Arch. So, das ist, und wir brauchen nicht mal einen Gigabyte RAM. Na gut, hier ist auch nichts drauf so, aber ja. Da wollte ich mal sagen, dieses Video war ein voller Erfolg gewesen. Das hat mich bloß insgesamt 3 Installationen oder so gebraucht und 1000 Jahre Frust. Ja, ich konfiguriere das mal alles schnell. Ich lasse die Kamera eine Zeit laden, zeige euch, wie das dann aussieht und mache dieses Video dann fertig. Ich kann es kaum abwarten. Damit wollen wir dieses dumme Video jetzt auch mal beenden. Ich habe jetzt hier Arch anlaufen. Ich habe es jetzt auch gut genug, dass ich erstmal halbwegs was machen kann. Okay, ich muss dann noch Bluetooth installieren. Ich muss dann noch, also mich halt um die ganzen Games kümmern halt. Und um alle Programme. Aber ich habe jetzt erstmal so, die Basics habe ich fertig so. Ich habe es so ein bisschen hier so angepasst. Also nicht fertig, aber halt ein bisschen. Mehr habe ich gerade keinen Bock drauf. Also halt, ich habe jetzt so meinen Dock drin und ich habe mich um die Festplatten gekümmert, wie man da sehen kann. Und... ich höre gerade aus da, ja gut. Dann werde ich den Scheiß jetzt schneiden und ich finde das Video eigentlich ziemlich dumm, aber ich finde Rogue One eigentlich toll. Das soll irgendwie so ein bisschen darauf anspielen, aber ja. Und was lernen wir jetzt daraus, Kinder? Arch Linux ist ziemlich schwer zu installieren und ja. Achso, weil ich ja gucken wollte. Habe ich H-Top? Nein. Ich habe gerade 1000 Sachen offen und wir haben trotzdem keine 3 GB RAM, so weißt du. Das finde ich irgendwie ziemlich krass, aber ja gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video irgendwie nächstes Jahr oder so und ja, tschüss.